Hearthstone. Let's play. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, der Monat und auch das Jahr neigt sich dem Ende zu. Und ja, wie soll ich sagen, ich brauche noch 3 weitere Siege. Hier steht, gewinnt 3 weitere Spiele. Und das genau möchte ich mit euch heute gemeinsam tun. Versuchen, diese 3 Siege einzuheimsen. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird. Ich denke, 2 Runden werden wir schon brauchen. Aber wir werden sehen, wie es läuft. Ich habe sogar noch eine Karte ausgetauscht. Ich habe mal die Schnecke raus und durch einen etwas größeren Tank ersetzt. Ich hatte das Gefühl, ich könnte einen etwas größeren Tank vertragen. Und jetzt schauen wir doch einfach mal, wie es laufen wird. Möge Elune mir Kraft geben. Der Anfang, den habe ich übrigens auch ins Deck. Den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass ich den besitze. Den habe ich auch ins Deck. Cool, dass der hier angezeigt wird. Den habe ich auch mitgenommen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dafür raus habe. Achso, diesen ganz großen Tank habe ich dafür raus. Den fand ich nicht so gut. Der Anfang ist nicht schlecht, wobei das finde ich ein bisschen unnötig. Aber das ist okay, das geht noch. Es ist okay. Die Frames sind ein bisschen schlecht. Ich weiß nicht so richtig, warum. Ich hoffe, das legt sich. Vielleicht ist es ein bisschen laggy oder so. Viel los. Das war's. Jetzt geht's eigentlich wieder. Ich habe da so eine Anzeige. Mal schauen, wie es sich entwickelt. Ja, 3 Siege sollen es noch sein. Ich hoffe, mir gelingt das. Vielleicht ein Wiener 2-2 ruft seine Kopie 1-1 davon dabei. Match. Ja, okay, das ist natürlich nicht gut. Das durchkreuzt meine Pläne ganz ordentlich. Aber nicht schlimm. Machen wir halt so. Machen wir es halt so. Ja, also ich denke, 2 Runden werden es schon werden. Ich meine, klar, wenn ich jetzt hier überraschend 3 Siege einheimse und alles flott geht, dann ist es nur eine. Dann muss ich mir halt überlegen, was ich im letzten Video des Monats mache. Aber jetzt schauen wir einfach mal. Ich frage mich oft. Ja, frag dich ruhig. Er scheint nichts auf der Hand zu haben. Ist sehr gut. Eigentlich ideal. Das ist der Tank, von dem ich sprach, den ich mitgenommen habe, den neuen. Stillen tut er ja nicht, oder? Nö. Eine Kopie davon ist aber auch böse, oder? Da ich schon 2 Brunnen. Das ist natürlich... Aber was anderes habe ich eh nicht gerade. Aber das ist natürlich schon schlecht. Und beide können angreifen. Auch nicht übel. Auch nicht übel. Aber jetzt habe ich erstmal nichts mehr zu spielen. Ist ein bisschen blöd. Immer noch unterwegs als Tyrann der Whisperwind. Ja. Ich frage mich, ob... Ich glaube, mein Gegner hat einigermaßen Probleme mit seinem Deck. Er hat nämlich nichts. Schade, dass ich nichts rausspielen kann. Ich hoffe, es kommt was. Ja, jetzt hätte ich halt den Coin gebraucht. Das ist ärgerlich. Schade, ich habe jetzt natürlich auch nichts. Das wäre cool gewesen, wenn ich jetzt hätte den Drachen spielen können. Schade. Jetzt hätte ich einen Coin gebraucht. Aber auch so die Defensivkarten, Schattenwort Schmerz, Schattenwort Tod. Das ist okay bisher. Kein schlechter Beginn. Wobei es noch zu früh ist, irgendwie eine Einschätzung zu machen. Er hat wirklich nichts auf der Hand. Hat er irgendwas vor? Was Größeres mit großen Karten? Oder was soll das werden, wenn es fertig ist? Spiele ich auf jeden Fall mal. Das hätte ich letzte Runde gebraucht. Jetzt spiele ich auf jeden Fall mal den Drachen. Ihr seid ja nicht willkommen. Das war's. Gibt's dem 1-1er. Wobei ich dachte, er gibt dem auch noch ein bisschen Leben. Macht er ja gar nicht. Aber es ist okay. Mein Gegner spielt irgendwie gefühlt gar nichts. Fügt allen Dienern. Ja, es ist natürlich... Wobei, wenn das alles ist. Wenn das alles ist. Jetzt kann ich eigentlich fast schon diesen großen Tank spielen. Oder den 4er-Tank. Gut, das nützt dir jetzt auch nichts. Außer er verstärkt die Karte jetzt noch irgendwie. Ist alles noch relativ harmlos, was er spielt. Okay, jetzt kriegt er meinen Drachen kaputt. Das ist natürlich nicht so gut. Aber auch nicht weiter tragisch. Also, das ist alles noch harmlos, wie gesagt. Auch damit kann ich noch leben.
wenn er sonst nichts hat. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wird das ewig so weitergehen? Wird das ewig so weitergehen? Wenn er sonst nichts spielt oder hat, ist das alles noch kein Thema. Ich bilde mir auch ein, Krieger ist schon schlagbar. Das sind auch relativ Standardkarten, die er da spielt irgendwie. Da frage ich mich, ob ich Schattenwort Schmerz überhaupt wasten soll. Auf der anderen Seite, was soll ich sonst spielen? Ich habe offensichtlich eh nichts anderes. So kriege ich den Tank weg und kann weiter Druck machen. Gut, das könnte ich auch spielen, wobei das gegen den Krieger gar nicht mal so wichtig ist. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Ich würde gerne an dem Tank vorbei, aber Schattenwort Schmerz, vielleicht brauche ich das noch. Mach ich ihn jetzt. Machen wir es mal so. Mir ist das jetzt gerade nicht so ganz recht. Ich wollte den jetzt mal draußen haben. Jetzt kann er nämlich nicht mehr so ohne weiteres zaubern. Den Tank kann ich immer noch wegmachen. Ich möchte die Schattenwort-Schmerzkarte nicht wasten. Da habe ich ein bisschen Angst irgendwie. Vielleicht brauche ich sie noch. Vielleicht benötige ich sie noch. Ja, und an den Tanks muss er ja auch schon mal vorbei. Zaubern kann er so gesehen nicht. Und wenn, dann wird es ihm dann... Was jetzt? Wie soll ich sagen? Angekreidet. Dann wird das ein bisschen bereuen. Das ist jetzt eher Schattenwort tot. Weil seht ihr, jetzt kann ich den 3-3er... Das ist übrigens... Ja gut, das ist mutieren, aber das macht man halt eigentlich nicht, dass man vorher schon verstärkt, weil jetzt mache ich ihn halt kaputt, deswegen. Ne, ich wollte sagen, den 3-3er kann ich jetzt mit dem 6-6er wegmachen. Und spare mir die Schattenwort-Schmerzkarte. Das ist das Schöne. Also die ist natürlich jetzt weg. Okay. Befreit so. Ich kann jetzt nur nicht viel mehr spielen, das ist ein bisschen schade. Eigentlich ein Mana-Waste, aber ich denke, das war jetzt die richtige Art und Weise. Ja doch. Und mein... Totem oder Geist. Wiederbelebt ihr alles, mehr oder weniger wieder. Heilen kann er nicht wirklich als Krieger. Gut, er kann sich Rüstung stacken, aber... Nur. Ja, jetzt macht er mir den 03er kaputt. Aber auch noch... Nee, ne? Oh mein Gott, wie dumm. Das war jetzt nicht gerade schlau, Freund. Okay... Tank oder so vielleicht, bevor er zu sehr durchbricht. Ja, ist glaube ich eine gute Idee. Tank und heilen. Tank und heilen. Ja, dann habe ich jetzt mal eingesteckt, diesen Tank. Den habe ich ja im letzten Pack-Opening gezogen. Wenn der stirbt, triggert er gleich den nächsten Tank. Was auch, finde ich ganz geil. Ja, da könnten wir jetzt wirklich mal Schattenwort Schmerz oder Zauberunterbrecher oder so. Ja, zaubern ist halt nicht. Sagte ich ja schon, deswegen habe ich es gemacht. Danke. Ihr seid ja nicht willkommen. Oh oh. Okay. Lasst mich mal überlegen. Bringt deinen befreundeten Diener zum Schweigen und ruft deine Kopie herbei. Jetzt bricht dich eine Nova oder so. Oder nochmal ein Schattenwort tot. Was? Das kann ich nicht tun. Kann ich wohl. Eure Magie wird euch nicht retten. Ja! Erde zu Erde! Könnte ich ja nicht noch das machen auf den 4-3er. Was soll da viel zum Schweigen gebracht werden? Was soll da auch viel zum Schweigen gebracht werden? Ich habe es jetzt einfach nur verdoppelt. Die Karte ist gut. Mag ich. Also ich bilde mir ein, dass ich das schaffen kann. Ja doch. Aber seht ihr, der Tank ist jetzt... Es war von ihm ein Fehler, dass er nicht auf den Geister gegangen ist.
Okay. Mal überlegen, wie ich das jetzt spiele. Fehlgeschlagen. Wie viel Schaden mache ich denn? 14. Ich kriege ihn ja fast platt. Aber ich muss das Board ein bisschen kontrollieren. Das ist nicht gut. Das wäre nicht schlau. Ich muss mal einen von diesen großen Drachen mal wegmachen, wobei er mich eh wegschlagen wird. Hm. Mache ich denn das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Oder ich clear das Board einfach. Und dann... Weil er hat ja nichts mehr auf der Hand. Erde zu Erde. Und es kommt ja alles wieder. Durch den Druiden. Oder was auch immer das jetzt da ist. Ihr wisst, was ich meine. Durch diese Geisterkarte kommt ja alles wieder. Ich möchte seine Hand klein halten, deswegen habe ich jetzt mal alles weggehauen. Ja. Ist vielleicht keine schlechte Idee. Jetzt hat er nämlich nichts mehr. Ich habe noch Dr. Bumm. Das passt schon, ich krieg das hin. Mach ich mir keine Sorgen. Ja, das war mir klar. Das war so, er hatte nichts mehr, ich habe ihn kontrolliert. Ich hatte mir sowas schon gedacht, deswegen habe ich es gemacht. Ich wollte da jetzt gar nicht überreagieren mit dem Angriff. Also ihn da zu sehr jetzt gleich zu rushen alles, sondern überlegt spielen. Ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Ihn in Schach halten quasi. Das war schon mal der erste Sieg, ich bin zufrieden. Neue Quest habe ich ja auch hier. Machen wir gleich weiter. Es war okay, wirklich. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da schlecht gespielt habe. Wobei mein Gegner überschaubar gut war. Nochmal ein Krieger. Was ist schon heute los? Ist das dasselbe? Nee. Obwohl ich jetzt gar nicht auf den Namen geachtet habe. Möge Elune mir Kraft geben. Hm. Das ist nicht so gut. Ich meine, die Nova kann man mitnehmen. Zur Not, zur Sicherheit. Ja gut, das ist natürlich... Hm. Ich weiß nicht, gefällt mir nicht. Nicht gut. Nicht gut. Ich meine, klar, ich bin immer ganz froh, wenn ich sowas wie Schattenwort Schmerz und Nova und so dabei habe, aber... Hm. Ja gut, das ist natürlich jetzt nichts. Eine 7er Mana ist jetzt nicht hilfreich. Ich kann jetzt momentan gar nichts spielen, das... Aber das kann ich irgendwie... Was greift 5-mal mit eurem Helden an, Belohnung an, irgendwas kehren, bla bla. Okay, dann brauche ich aber auch eine Waffe dafür, oder? Ja, das ist natürlich nicht das, was ich wollte. Ich kann überhaupt nichts machen. Aber das sind so diese Momente, wo ich immer das Gefühl habe, das Spiel entscheidet... Ja, okay. Das Spiel entscheidet sich in den ersten paar Sekunden. Nämlich, wenn man die erste Hand bekommt. Meine Klinge ist durstig. Ja, jetzt mache ich mal so einen Zauberunterbrecher, damit ich mal irgendwas draußen habe. Wisst ihr, was ich meine? Immer das trifft sich sowieso ganz gut. Das trifft sich so oder so ganz gut. Und dann kann ich vielleicht das hier und das hier. Wobei ich ihn, glaube ich, nicht... Kann ich den verzaubern? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Na gut, ich meine, will er ja da jetzt einen Push machen oder was hat er jetzt vor? Dann räumt er doch mal. Okay, ich mach mal den Rüstung, die passt weg. Die möchte ich nicht haben. Und dann spiele ich mal den, den er zweifelsohne wahrscheinlich angreifen wird. Aber das soll er machen. Dann ist das Board auch wieder ein bisschen leer. Ich könnte mit 7 Mana gleich den Drachen triggern. Ich habe den cool gefunden, muss ich sagen. Den fand ich richtig nett. Er hat eine Quest mit einer Waffe, hat aber noch nicht eine Waffe gezogen. Merkwürdig. Muss ja eh wissen. Hoffentlich habe ich jetzt in der nächsten Runde irgendwas zu spielen. Für den Lichtkönig. Okay. Gut. Mhm. Ja, der Anfang war schon nix irgendwie, ich weiß nicht. Aber rushen, das ist nicht drin. Ich bräuchte mal einen Brunnen, das wäre natürlich cool. Brunnen wäre gut. Ja, der Tank ist natürlich jetzt auch mal eine Maßnahme. Aber ich bin schon in der Defensive. Aber wie das halt echt einfach, wie man das sofort merkt, wenn der Anfang nicht passt und man am Anfang nichts rausspielen kann und dann dort ins Hintertreffen gerät. Ja. Schon ist Käse. Schatten war tot, habe ich natürlich jetzt auch gerade. Hätte ich nicht gleich. Schatten war tot, wäre... Ach, ich wollte gerade sagen, bitte komm. Ja, und es kam. Das war jetzt wichtig. Genau. Auf wen gehe ich denn? Auf ihn, oder? Ne, ich will eigentlich kein Damage kriegen. Das war's. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Glück gehabt mit dem Schattenwort tot, sonst hätte es echt finster ausgesehen.
Was war das jetzt noch mit dem hier? Nachdem dieser Diener Schaden überlebt hat, ruft ihr einen Ghoul 2-2 herbei. Okay. Ja, wenn das alles ist. Könnte ich eine Nova ver... Jetzt mach mir den nicht kaputt. Kann ich natürlich jetzt die Nova spielen, aber viel mehr spiele ich natürlich dann in der Runde nicht mehr. Obwohl, das geht. Jetzt habe ich ein bisschen... Jetzt ist es ein bisschen gekippt, oder ich habe jetzt zumindest ein bisschen... Ja, nicht die Oberhand zurück, aber ich bin zurück im Spiel, so möchte ich sagen. Spott, Kampfschall, Ruf... Was? Ich mag so Karten nicht. Jetzt hat er natürlich diese Quest beendet. Also ist ein Anarefs Kern, oder wie man sagen will, was soll denn das sein? Ruft einen Golem 4-3 herbei... Erneut einsatzbar, nachdem er Held angegriffen hat. Okay. 4-3 ist natürlich nicht gut, allein schon deswegen, weil ich das nicht wegzaubern kann. Das ist so schön. War ein Fehler. Okay. Von mir oder von dir? Soll ich Dr. Bumm spielen oder den Drachen? Ich bin eigentlich fast für den Drachen. Ich bin jenseits eurer Vorstellungskraft. Wir sind im Wahnsinn. Verleiht einem befreundeten Mac 4 Leben. Gut, das ist natürlich sinnlos, aber spielen kann man das trotzdem. Aber er hat natürlich jetzt immer wieder diesen Golem, gell? Bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Versucht es hier nicht. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie das ausgeht. Nicht schön. Er kann mir den Brunnen jetzt halt zerschlagen. Noch nicht zwar, aber... Ja gut, aber das ist ein bisschen OP mit dem Golem, oder? Also das ist wieder mal so eine Sache, wo ich nicht nachvollziehen kann. Der kann jetzt jede Runde mit 2 Mana oder was, so ein 4-3er. Also das ist schon auch ein bisschen heavy, oder? Weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen übertrieben, muss ich ganz offen sagen. Wer den befreundeten Diener erhaltet eine Kapitel von auf die Hand, oder? Okay, ja gut, das ist natürlich... Bringt jetzt gar nicht viel. Ja, weiß ich jetzt auch nicht so richtig gerade. Gegen die Golems komme ich, glaube ich, nicht wirklich an. Aus eurer Hand und Diener werde nicht. Was ruft aus eurer Hand? Alle Diener herbei, die nicht zu Spielbeginn in eurem Deck waren. Hä? Also hergezaubert oder was? Habe ich glaube ich nicht einen einzigen. Ne, weiß ja nicht, wie ich gegen diese Golems jetzt ankommen soll. Das wird nicht einfach. Jetzt ist der Brunnen noch hinüber und alles. Das wird es nicht besser machen. Nicht wirklich. Also das mit den Golems finde ich übertrieben. Wie kann man denn mit 2 Mana. Okay. Ja, schaut's euch an. Ich meine, brauchen wir nicht reden, oder? Das ist wieder so typisch, wo ich mir denke, wo ist das denn Balance? Ich meine, guckt's euch an. Übertreib's doch einfach. Was ist das denn? Also diese Quests gehen gar nicht, finde ich. Also, ich weiß nicht. Diese Quests gehen überhaupt nicht, finde ich, irgendwie. Ich weiß nicht. Das ist so nervig manchmal, weil man einfach auch überhaupt nicht... Ja, ich meine, was bringt mir das? Ich grüße euch. Traurig. Traurig. Ja, der verreckt nicht mal dran. Ja, es ist... Naja, okay. Was soll ich gegen so eine Menge an Golems ausrichten? Das ist nicht zu schaffen. Da kann ich gar nichts machen. Wisst ihr? Und noch ein Golem, der spammt das ganze Board voll mit Golems. Das ist einfach nur... Das ist... Ich weiß nicht. Also... Diese Quests. Nicht wirklich. Ja, noch ein Golem. Und alles für 2 Mana. Das ist doch lächerlich. Versteht mich nicht falsch, aber ich finde es lächerlich. Damit fange ich nichts an. Oder wie man sagen. Ich weiß nicht. Ja, genau. Und noch ein Golem und noch ein Golem. Okay. Ja, schade. Traurig. Aber ich denke, das habe ich jetzt verloren. Da gibt es eigentlich nichts mehr, was ich jetzt großartig tun kann. Was denn auch groß? Was soll ich großartig jetzt spielen? Ja, das ist auch noch, genau. Ich habe keinen Tank mehr und alles und er macht da was ich was. Ja, es ist verloren. Also das mit den Golems, ja, was soll ich machen? Wieder mal OP. Danke. Und dann noch spotten. Ja, die habe ich besonders gern. Naja, das war wieder mal so ein Game. Zum einen hatte ich am Anfang keine Karten. Da habe ich also gleich zu Beginn gemerkt, das wird schwer. Dann habe ich mich zurückgekämpft und war endlich im Game. Und dann hat er wieder mal so eine Quest. Das ist nicht das erste Mal, dass ich so eine Quest erlebe.
wo ich mich einfach frage, wer hat das, hat es jemand getestet, hat es jemand versucht, irgendwie zumindest ein bisschen zu balancen. Es kann doch nicht sein, dass er wegen so einer popligen Quest, die wirklich nicht schwer war, ja, mit 2 Mana immer wieder, vor allem auch immer wieder in der Runde, also nicht nur einmal, sondern immer wieder in der Runde, so ein 4-3 oder was das dann war. Und das, der hat das ganze Board damit vollgespammt, mit 2 Mana. Also, ich weiß nicht. Wenn ich es mit der Quest, die ich habe, vergleiche, mit dieser Träne oder was ich da habe, das ist doch albern. Ich meine, das ist doch traurig. Aber was soll ich machen? Das ist nicht mein Spiel, da müsste Blizzard fragen, oder, aber das ist einfach nicht balanced. Nicht böse gemeint oder sonst irgendwas, aber das ist zu stark. Sei es drum, auf jeden Fall habe ich einen Sieg geholt. Jetzt brauche ich halt noch eine weitere Runde, wo ich dann auf jeden Fall 2 Siege holen muss. Ich denke mal, das werde ich schon hinkriegen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss.